Hallo bei Bildner TV und einem weiteren Video zum Thema Hundefotografie. Regine Häuser, die bekannte Hundefotografin, hat ein weiteres Buch bei uns im Bildner Verlag veröffentlicht und wir zeigen euch in einer Reihe von Videos die besten Tipps und Tricks rund ums Thema Hundefotografie. Heute geht es darum, mit seinem Hund in die Stadt zu gehen und da tolle Motive zu finden. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Zum digitalen Leben gehören natürlich auch analoge Dinge, so wie ein Hund. Lebendiger geht's ja kaum, wenn man ein Haustier hat. Und wenn man digitales Leben und analoges Leben kombiniert, dann ist man gleich beim Thema Hundefotografie. Also, Regine Häuser, die bekannte Fotografin, zeigt in ihrem neuen Buch, wie man Hunde gekonnt in Szene setzt. Und heute, wie gesagt, geht's um das Thema Hunde in der Stadt. Dieses Thema ist gerade für Leute interessant, die mal weit ab von den üblichen Fotos, die man mit seinen Hunden so macht, auf der Wiese, beim Spielen oder im Wald, mal auf Entdeckungstour im urbanen Umfeld gehen möchten. Die Fotos, die Regine Häuser in ihrem neuen Buch zeigt, die ich euch heute hier auch im Video präsentiere, die zeigen eindrücklich, dass man auch in der Stadt und nicht nur unbedingt in der Stadt, vielleicht sind es auch mal irgendwo dörfliche Gegenden, es geht vor allem um die Strukturen, also um Häuser, um Straßen, um Baudenkmäler, also dass man in solchen Umgebungen ebenso tolle, beeindruckende Fotos von seinen Haustieren machen kann, wie draußen im Wald. Noch ein kleiner Tipp vorneweg, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts, was hier bei Bildner TV für euch präsentiert wird. Und wenn ihr zu bestimmten Themen Fragen habt, ob das jetzt zum Thema Hundefotografie ist oder auch zu anderen Fotothemen oder auch Bildbearbeitung, Kamerathemen, lasst uns einfach einen Kommentar da. Und ganz nebenbei, wenn ihr einen Kommentar da lasst, dann nehmt ihr praktischerweise auch an unserer wöchentlichen Verlosung teil und könnt ein Buch aus dem Bildner Verlag gewinnen. Jetzt aber zur Hundefotografie in der Stadt. Ich zeige euch gleich mal ein Bild, das für mich ein typisches Stadtbild ist, nämlich die Elemente, die hier zu sehen sind. Die findet man eigentlich überall, jetzt nicht unbedingt nur in der Stadt, vielleicht auch irgendwo bei einem ländlichen Rathaus. Also solche architektonischen Strukturen sind ja eigentlich überall zu finden, wo Häuser rumstehen. Also wir haben hier Treppen, wir haben hier ein Gebäude im Hintergrund, das in Unschärfe verschwimmt. Fenster, man erkennt den blauen Himmel in den Fenstern, der sich hier spiegelt. Also ich habe hier einen sehr interessanten farbigen Hintergrund, der aber nicht zu krachend ist. Also der ist sehr dezent, passt sehr, sehr gut zur Farbigkeit des Hundes. Diese Stufen, diese Strukturen im Vordergrund, es wirkt alles sehr urban, hart, sieht nach Stein aus. Was bei dem Foto hier bemerkenswert ist und was ich persönlich jetzt ein bisschen untypisch finde für die Fotografie ganz allgemein, auch für das Thema Bildgestaltung, der Hund ist mittig platziert. Außerdem haben wir hier eine leichte Untersicht. Ich nehme an, die Fotografin ist hier auf einer der unteren Stufen gestanden, hat mit etwas längerer Brennweite fotografiert. Relativ geöffneter Blende, um eben den Schärfebereich sehr knapp zu halten. Der Hund ist im Fokus und hier die vorderen Treppenstufen, die verschwimmen schon in Unschärfe, genauso wie der Hintergrund. Wie gesagt, es ist etwas ungewöhnlich von der Bildgestaltung her, aber durch diese Strukturen im Hintergrund sieht man, dass sich die Fotografin durchaus was dabei gedacht hat, die Positionierung des Hundes so zu wählen. Wir haben hier einen extrem symmetrischen Bildaufbau und das finde ich ziemlich gut. Also das macht das Bild dann insgesamt doch wieder spannend. Normalerweise sagt man ja, wenn irgendein Hauptmotiv einfach nur in der Mitte platziert ist, fehlt ein bisschen Spannung im Bild. In dem Fall würde ich sagen, ist die Entscheidung, den Hund in der Mitte zu platzieren, absolut gerechtfertigt, weil eben dieser symmetrische Bildaufbau entsteht und letztendlich, ich meine, diese starke Linie im Vordergrund der Treppenstufen, die ist ja dann doch im eher unteren Drittel, also mehr oder weniger nach der Drittelregel platziert. Also man kann durchaus Gestaltungsregeln, Drittelregel, goldener Schnitt mal aufbrechen, um eben solche Motive mal anders darzustellen, beziehungsweise hier konkret in dem Fall mit Symmetrie zu arbeiten. Und das bietet sich ja in der Stadt immer mal an, weil wir ja in der Stadt häufig auch mit sehr geradlinigen Strukturen zu tun haben. Nächstes Bild aus der Stadt im städtischen Umfeld. Wenn ihr solche Säulen findet oder solche starken Strukturen, die man eben nicht ohne weiteres irgendwo mal sieht, macht euch ein bisschen Gedanken, wie ihr vielleicht euren Hund hier integrieren könnt.
Hier hat das wunderbar funktioniert, meiner Meinung nach, denn ich habe hier auf der rechten Seite als Abschluss quasi diese Säule, an der der Hund platziert ist. Ich habe auch unten die Basis der Säule noch drauf und die Steinstrukturen, um eben wirklich einen rahmenartigen Bildaufbau zu erzeugen. Und was hier ganz wunderbar funktioniert, ich nehme mal an, dass hier Bäume im Hintergrund sind oder ein Wäldchen, wie auch immer, diese Pflanzenstrukturen, die verschwimmen eben durch die Offenblende in Unschärfe. Und dann haben wir halt noch diese Lichtpunkte, also hier viel offenbar noch Sonnenlicht in diese Strukturen rein und erzeugt ein wunderschönes Bokeh. Also wenn ihr sowas seht, achtet ein bisschen darauf, den Hintergrund mit zu integrieren, dass er nicht zu unruhig wird. Und wenn ihr denn hier mit Offenblende fotografiert, wie in diesem Fall, dann sind solche Lichtpunkte, solche Lichtreflexe oder Sonnenlicht, das irgendwo durch Blätterwerk kommt, immer eine ganz tolle Möglichkeit, um den Hintergrund eben wirklich wunderschön zu gestalten. Nächstes Thema in der Stadt, wenn ich denn Fassaden habe, wenn ich farbige Fassaden habe, unterschiedliche Farben, wie hier bei diesem Bild. Das schreit ja quasi danach, dass man sowas als Motiv verwendet. Dieses Bild hier finde ich klasse, allein deshalb, weil es wirklich so aussieht, als würde der Hund da sitzen mit einem, eben auch die Körperhaltung ist toll, also er sitzt so ein bisschen versunken, nachdenklich da und es sieht wirklich so aus, als würde sich diese alten Fassaden oder von diesen Gebäuden, die Farben, die Fensterstrukturen alles mal ansehen und auf sich wirken lassen. Dazu dieses wunderschöne Licht. Also dieses Motiv springt einen quasi an. Nichtsdestotrotz muss man natürlich einen Blick entwickeln für solche Motive. Also wenn ihr irgendwo Strukturen findet, die besonders wirken, die interessant wirken, die anders wirken als einfach nur irgendwo eine Reihenhaussiedlung, und das hier ist ja das exakte Gegenteil von einer Reihenhaussiedlung, stellt euch dahin, überlegt euch, was ihr machen könnt, wartet aufs richtige Licht. Wir haben hier wunderschönes seitliches Licht, das man sieht es ja an den Schatten, die sehr lang sind. Also ich nehme an, das Bild ist eher entweder am Morgen oder am späten Nachmittag entstanden. Also und dann eben auch wieder mit Offenblende fotografiert, mit einer, ich nehme mal an, relativ langen Brennweite, um eben den Hintergrund in Unschärfe verschwimmen zu lassen. Und dann, was auch hier ganz wichtig ist, die Position der Fotografin, des Fotografen ungefähr auf Kopfhöhe des Hundes. Also nicht zu tief, nicht zu hoch, sondern ich habe hier eine ganz dichte Bildgestaltung, die eben auch davon lebt, dass man quasi auf Augenhöhe oder auf Kopfhöhe des Hundes fotografiert. Ein weiteres Bild zum Thema bunte Fassaden, Strukturen im Hintergrund, auf die man achten muss. Auch hier wieder Offenblende, ihr seht schon, der Hund ist auch hier mehr oder weniger mittig platziert. Aber ich habe eben hier diese bunten, farbigen Strukturen, teilweise Lichtreflexe, ein beleuchtetes Fenster, da hinten dieses Blau, dieses Rot. Also die Farbgestaltung in diesem Bild finde ich wunderschön gelungen. Und auch da geht es wieder darum, man muss sowas erkennen. Wenn ich einfach nur vorbeilaufe, ihr müsst euch immer vorstellen, diese Fassaden, die seht ihr ja quasi scharf. Also wenn ihr nicht eure Augen mehr oder weniger auf Offenblende stellt, also so vielleicht mit zusammengekniffenen Augen mal versucht unscharf zu sehen, dann erkennt man solche Strukturen nicht auf den ersten Blick, sondern die erkennt man erst mit einer gewissen Erfahrung, wenn man solche Motive öfter mal fotografiert hat und sich dann vorstellen kann, wie wirkt denn dieser Hintergrund, wie wirkt diese Fassade, wenn sie unscharf ist. Wenn sie scharf ist, wirkt sie möglicherweise ganz anders, ganz eher langweilig. Man erkennt irgendwie alles nimmt den gleichen wahrnehmungstechnischen Raum ein. Aber in diesem Fall hat die Wahrnehmung natürlich den Fokus hier auf dem Hund. Und der Hintergrund ist tatsächlich nur Hintergrund, nur gestalterischer Hintergrund mit Licht und Farben und Strukturen. Sowas muss man erkennen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwo an einem Punkt ankommt oder irgendwo eine Stelle findet, die mit Farben und Lichtern so interessante Strukturen erzeugt, dann setzt euch dahin, stellt euch dahin und versucht einfach über Unschärfe solche Hintergründe zu gestalten. Und hier ein weiteres Bild. Auch sowas muss man erkennen, allein, dass ihr jetzt dieses Bild hier gesehen habt, denke ich, schärft euren Blick schon für Möglichkeiten. Nämlich hier diese Seitenstraße, dieses Gässchen, diese Durchgänge zwischen Häusern, die kann man einfach dazu nutzen, einen Hund mal zu platzieren und zu sagen, hui, da guckt er jetzt hervor.
Und man bindet eben diese Altstadtstrukturen auch wieder über Unschärfe, über Licht, über Farben mit ein. Wobei hier der Gag natürlich eindeutig darin besteht, dass der Hund hier praktisch aus der Straße rausguckt. Hier auch wieder bildgestaltungstechnisch. Der Hund ist hier im goldenen Schnitt platziert, beziehungsweise nach der Drittelregel. Also der Kopf ist hier eindeutig ganz bewusst in die Drittelung platziert worden, um eben Spannung aufzubauen. Der Blick geht nach links. Ich habe hier auf der rechten Seite eine starke Linie, die mir mein Bild, die Bildgestaltung quasi abschließt. Also sowas, man hätte es sicherlich auch anders machen können, wenn man jetzt den Hund eher nach links ins Bild platziert, kommt auf dann aber diese Wand, diese Häuserwand auf der rechten Seite vermutlich viel zu stark rüber. Deswegen war es eine absolut perfekte Entscheidung, diese Wand auf der rechten Seite eher zu beschneiden und quasi als Gegengewicht auf der rechten Seite zu verwenden und den Hund dann eben nach der Drittelregel so zu platzieren. Nächstes Thema, Sehenswürdigkeiten, man sieht Kölner Dom. Der Hund, es ist eine morgendliche Szenerie und das Licht ist sehr, sehr weich. Wir haben hier keine harten Schatten und die Kombination quasi aus Hund und Sehenswürdigkeit macht natürlich gleich deutlich, wo man sich befindet. Auch sowas, wenn ich dann in der Stadt unterwegs bin mit bestimmten markanten Punkten mit Sehenswürdigkeiten, spricht ja absolut nichts dagegen, diese Sehenswürdigkeiten auch einzubinden in die Hundefotografie. Und hier noch eine Alternative, auch die Bildgestaltung wieder, Drittelregel, goldener Schnitt. Das Licht ist hier sehr etwas härter als in dem vorherigen Beispiel. Nichtsdestotrotz eine wunderschöne Aufnahme, die eben einfach die Sehenswürdigkeit mit einbezieht. Dann noch eine andere Sache, hier Brücke mit Schlössern, sowas sieht man ja auch immer mal wieder. Auch sowas ist quasi eine Sehenswürdigkeit, also eine typische Stadtansicht. Und wenn man denn diese wirklich heftige, interessante Struktur nutzen kann, und auch mit diesem wunderschönen Bouquet hier hinten, also eine tolle Bildgestaltung, eine tolle fotografische Gestaltung, die Farben hier hinten, die starken Linien, die hier ins Bild gehen, also sowas muss man einfach fotografieren. Und wenn dann die Hunde noch mitspielen, wie in diesem Fall, ist es eine perfekte Geschichte. Also so ein Bild kann ich mir auch vorstellen, das kann man sich wirklich mal mit 1,5 Metern irgendwo an die Wand hängen. Zum Schluss habe ich hier noch eine Aufnahme für euch, die ja auch quasi Architektur, Stadt, urbanes Leben schreit. Wir haben hier eine spiegelnde Fassade, ein Schaufenster, in dem sich eben der Hund hier spiegelt. Sowas kann man immer machen. Wenn man irgendwo an einem riesengroßen Schaufenster oder wie hier in dem Fall an einer verglasten Fassade vorbeikommt, sowas muss man einfach ausnutzen für solche Spiegelungsfotos. Auch hier wieder eine ganz feine Bildgestaltung nach goldenem Schnitt. Die Farben sind toll. Wichtig ist, dass auch die Strukturen hier im Hintergrund noch ein bisschen Licht abkriegen, noch da sind. Wenn das jetzt hier eine komplett schwarze Fassade wäre, wäre es wahrscheinlich schwierig. Aber diese Lichtstreifen hier im Hintergrund, diese Strukturen im Vordergrund, beziehungsweise hier auf der linken Seite, eben dann auch wieder die starke Linienführung hier. Das macht ein ganz, ganz besonderes Bild aus. Also praktisch der lebende Hund, das lebende Wesen hier inmitten dieser harten Architektur, aber dann eben aufgelockert durch die Spiegelung. Der Hund, der sich quasi in der Architektur wiederfindet, finde ich eine ganz tolle Aufnahme, die eben auch jetzt von der Bildgestaltung mal abgesehen auch eine Aussage hat, und sowas kann man mit Spiegelungen immer gut machen. Also achtet auch darauf, wenn es sich irgendwo ergibt, nutzt Spiegelungen, nutzt die Fassaden. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, dann abends machen, falls denn dieses Schaufenster beleuchtet ist von innen, vielleicht zur blauen Stunde, wenn man hier einen Farbkontrast hat. Also da lohnt sich sicherlich auch mal zu einer anderen Tageszeit nochmal wiederzukommen und einfach zu gucken, wie sich denn das Farbspiel verändert. So, ich denke, ihr habt einige Anregungen gekriegt, was ihr denn mit euren Hunden in der Stadt fotografisch machen könnt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ebenso wie draußen in der freien Natur kann man in der Stadt eben auch einen Hund
wunderbar in Szene setzen. Man muss einfach nur, das heißt einfach, man muss Erfahrung sammeln, man muss seinen Blick schärfen und man muss sich Anregungen holen von anderen Fotografen, Fotografinnen, die sowas auf sehr hohem Niveau machen. Ich persönlich mache das immer, wenn ich mich einem neuen Thema nähere, dann hole ich mir Anregungen von anderen. Das ist absolut legitim. Man kann teilweise auch mal ein bisschen nachmachen, einfach mal kopieren. Man lernt daraus, also scheut euch nicht, diese Motive, die in Regine Heusers Buch zu sehen sind, auch einfach mal zu kopieren und ihr werdet sehen, ihr werdet daran lernen, wie ihr mit der Kamera arbeitet, wie ihr die Blende einstellt, wie ihr die Verschlusszeiten einstellt, um einfach euch weiterzuentwickeln und dann euer Handwerkszeug zu perfektionieren. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und schaut in unserem Online-Shop vorbei. Da gibt's das Buch von Regine Heuser zur Hundefotografie. Würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dann. Ciao.